Ich habe hier zwei Control. Das ist gerade ein bisschen. Er spielt beidhändig die Information. Und das ist leichter gesagt als getan. Kraft des Samens erhalten. Woohoo! Yay! Hey, Spyro! Was jetzt? Aua! Mein Kopf! Alles okay? Oh, ich kann... Du kannst? Du kannst was? Ich kann mich wieder an alles erinnern. Die Kobaltsiedlung ist im Vierjahreszeitenwald. Bring mich dorthin. Bitte, sonst schrei ich ganz laut. Eins, zwei... Okay, okay, später. Na gut, jetzt können wir. Haben wir nicht ein Flugzeug? Komm, weißt du was, Flugzeug? Obwohl keine Gegner da sind, kommt Flugzeug. Okay. Wir können Bock jetzt den ganzen Scheißweg hier durchzumachen. Ist doch nicht weit. Okay. Und tschüss. Aber, ne? Ja, das macht er immer. Sah auch gerade wieder komisch aus. Einmal pennen gehen, damit wir speichern. Dann müssen wir unsere Vorräte wirklich auffüllen. Ich hab mir egal, was da hinten schreibt, Leute. Das muss ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Aber wir müssen dann mal einen Wucherkater, glaube ich, holen. Ich weiß nicht, der hat als einzige die Ölbeinnüsse. Echt jetzt? Ich glaube ja. Ah, du hattest das Kommando. Na dann. Schlafen wir wieder behutsam in den gemütlichen Betten. Aber jeder hat jetzt ein anderes Bett genommen. What the fuck? Jo. Ich glaube, der kommt nicht mehr wieder. Ich glaube, der hat den Kasten auseinandergenommen. Na, Hauptsache er lebt noch. Das ist das Wichtigste gerade. So, jetzt kannst du wieder übernehmen. So, jetzt müssen wir... die Vorräte können wir auch noch beim Wucherkart nochmal aufstocken. Besonders, wie gesagt, die... Oh. Falscher Weg. Ja, hier liegt doch schon ein Schmied. Aber eigentlich könnten wir auch die Waffe erhöhen, oder? Die Axt? Ja. Aber da hätten wir doch anders gehen müssen. Hast du dann schon, dass er seine Orientierung hier nicht verlässt? Hier runter. Wenigstens weiß er den Weg noch. Ich hätte es nämlich auch nicht mehr gewusst. Jetzt müssen wir eh wieder hier zu oben sein. Wir müssen jetzt eh wieder nach Pandoria. Und ist er hier? Ja, er ist hier. Jo! Der guckt mal, was man verlässt. Welche Waffe soll erneuert werden? Die Axt. Ja, bitte lass es jetzt hier in den Untote sein. Bitteschön. Streitaxt. Axt. Ah, fuck. Mehr können wir nicht. Ja, ganz ehrlich, weil... Weil? Ich brauche was gegen Untote gleich. Na? Diese Musik, die ist entspannend. Auch jetzt ist schon vorbei. Yay! Jetzt ist es vorbei mit der Übeltäterei. Wir sind schon wieder hier? Ja. Ja, jetzt müssen wir nach Pandoria. Also wenn man sich in diesem Spiel nicht verläuft, dann Respekt. So, ist doch alles leicht zu merken. Ja, wenn man weiß, wohin. Ja. Wenn man es nicht weiß, dann eiert man hier schon eine Weile rum. Das war daneben. Ja, schon aber... Das ist geknochend. Ja, wir können eigentlich bei Pandoria... Was für ein Wort. Ich meine, nee, beim Bucherkater können wir. Ich glaube nicht, dass Pandoria jetzt... Laden ich offen kann hat. Ich Laden-Attacken eigentlich machen. Einfach die Taste gedrückt halten. Mach ich. Ja, lange, nee, da ist noch nicht aufgeleveled, deswegen. Ach, die auch nicht? Nö, deswegen. Ich will auch bei mir die verdammt aufleveln, weil ich brauche was Stärkeres jetzt erstmal. Ich glaube, irgendwie mit der Lanze bin ich nicht so zielgenau wie mit dem Ding hier. Wir müssen hier hoch. Weil hier zum ist Hexenmädchen? Nein, Kanone. Ach so.
Können wir ja, okay. Das ist nicht verkehrt. Also wir wollen jetzt zum Bucherkater. Als erstes, aber ich würde erstmal empfehlen, nach Pandoria zu gehen. Mal hier wäre eine Kanone gewesen. Aber dann würde das. Ah, doch. Steht noch nicht mal drauf, okay. Pandoria. Oder wollen wir Wasserfall lassen und dann runtergehen? Nein, wir nehmen Pandoria. Ja, es geht mir drum wegen Vorräte. In Pandoria haben alle einen Dachschaden. Okay. Nicht zu Infektion. Nicht hinhören. Ich wollte gerade sagen, ihr habt nichts gehört. So, wo ist hier der. Ich weiß gar nicht. Rote Tür. Nein, das war nicht der hier. Der Schild doch hier irgendwo. Da, Bett. Bett, aber ich brauche was. Da ist er. Oder war der eins drüber? Irgendwo wird der sein. Ich gehe erstmal in die falsche Richtung. Da. Vasen, ich will Vasen verkaufen. Und dabei so tanzen? Endlich ein Gönner! Oh mein Gott, ich hab ne Gönnis! Okay. Der hat nix. Doch, Bonbons. Ja, Bonbons, die kriegen wir Gott sei Dank hier günstig. Ich glaube aber, Lebenstrank... Haben wir das gebraucht? Der ist günstig. Nee, aber noch zwei können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich würde auf jeden Fall holen. Na mach, wir haben ja... Hier sind noch günstig. Es geht mir, ich weiß nur nicht, wie viel die Walnüsse noch mal bei Raffi gekostet haben. Viel. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Oh, das ist jetzt meine Strategie. Wir lassen Raffi. Raffiki. Und würden mal sagen, meine Zauber hebe ich auf, bis wir zum Auge kommen. Also, weißt du, falls man mit dem Auge... Mhm. Ob das irgendwas wird? Oder sollen wir doch das Kind noch eine Nussmink zu holen? Sicher ist sicher, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Weil, ganz ehrlich, Leute, die Fratzenmann unterschätzt sich nicht. Die hat mir schon die meisten Tode gekostet. Willkommen im Club. Deswegen ist mir noch, die noch so gut im Gedächtnis geblieben. Die, weil die zwei Augen sind nicht das Schlimmste. Mehr das Schlimmste finde ich immer noch, das ist die Wand, wenn sie runterkommt. Oh mein Gott, die Decke kommt runter. Deswegen, ich würde lieber auf die Fernkampfwaffe wieder drauf anvisieren. Sollen wir nochmal Raffi geben? Machen keiner, wir mal. Besser als es. Ne? Es verkauft sonst keiner diese Scheißnüsse. Ne. Ist der Scheiß. Das nervt mich am Anfang, ehrlich gesagt. Diese verfickten Nüsse. Ich glaube, die kosten 1000 oder so. Ja, und wenn das geht, haben wir. Eine Nuss können wir. Zwei müssen wir haben. Raffi hat ja nur zwei Nüsse. Ja, toll. Ich spreche schon von den zwei Nüssen und das kommt. Er kommt mit zwei Nüssen. Er sagt zu holen. Oder eine Taube. Nein, bitte nicht. Alles nur nicht diesen Song. Du bist ein taubes Nüsschen, ja. Aber wir können hoch. Wir kommen hier hoch. Und ich finde deswegen die so geil. Dann feiere ich die Dinger, glaube ich. Schade, dass das ja nur in eine Richtung geht. Wäre lustig, wenn es auch andersrum katapultieren könnte. Bin ich hier lang? Ja, ich muss glaube ich. Das ist gerade nicht. Gefahr, hungrige Komplett. Hier ist keiner mehr. Warte! Ach, hör, Raffi. Meine kosten aber irgendwas 4000, oder? Waren 1000 die Fässer gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Wer spricht? Ich bin so. Zum Beispiel? Ich möchte eine Walnuss. Gib mir eine Walnuss. Ja, er ist teuer. Walnuss, 1000 GM. Nee. Eine müssen wir nehmen. Dann noch zwei Schokolade. Ups. Das heißt, lieber, wenn wir zwei von den Dingern hätten, aber... Jo. Da muss ich jetzt halt irgendwie den Zaubern erstmal so durchkommen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Wo muss ich da nochmal hin? Warte mal, hier bin ich richtig. War das jetzt bei Waffen? Falsch. Moment, wo ist das? Genau. Frost ist momentan noch nicht mal auf Level 1 und ich muss Roggy auf jeden Fall trainieren. Und was macht Roggy jetzt? Bei dir? Der ist im Prinzip ein Support, du kannst Steinklinge, die Ausweich und eine Schutzaura, im Prinzip also die Verteidigung erhöhen. Aber das ist ehrlich gesagt jetzt unnütze. Du musst noch immer den Heiler spielen. Wie gesagt, ja, Heilwasser. Irgendein Turbo. So, Frost hast du schon bald ein bisschen jetzt schon angelevelt. Ich meine, jetzt ist das Level noch einfach mit den Dingern. Später, wenn diese zu 7 oder 8 haben möchtest, wird es schwieriger. Komm, 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 DJ. Wenn ihr fertig seid. Deine Frau, Mädchen sind fertig. Fertig für was? Hm? Na, la 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 la. Was wollt ihr denn jetzt hin? Ich weiß auch runter! Nicht. Wir wollten allein sein. Genau. Das glaube ich dir. Die haben die Zitten saugen oder was? Gefahr hungrige Goblins. Ja, die sind immer hungrig. Lutsch, lutsch, eine Saugetitte. Was sagt ihr alles mit Zitten saugen? Jetzt hätte ich an einer Ring. Wo ist nicht den. Passt nicht genug. X-Akte? X-Akte? Nein, ich wollte es. Vorsicht, Falle. Mein Schatz. Heilkräuter ist so viel. Yay, also ist immer, toll. Immer komischerweise die Heilkräuter. Ja, besser man hat zu viel als zu wenig. Ja, besonders wenn ich jetzt denke. Ich meine, die können. Vergiften diese verfickten Zombies, glaube ich, oder? So, wer macht diesen Pilz fertig? Okay. Ich geh mal wieder über die Steine. So, Gajira, dein Stimmtalent wird gleich wieder verlangt. Oh je. Mimimi! Wo ist Mimimi? Nein, nicht Mimimi, sondern Mimimi! 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 Ja, hi Kahn, sprech mal bitte. Ja, Heidi! Heidi! Alles in Ordnung! Heidi! Huch, sie ist weg! Das war mein Spruch. Huch, sie ist weg! Ja, DJ hat gerade. Komm, wir gehen mal zu den Ruinen da unten. DJ hat gerade einen neuen Kneif gekriegt, deswegen ist er schon. Eiertritt! Oh, hallo, Belzemon! Belzemon? Luzifakel! Vorstellen, wir kommen zum Satanistenkult. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier. Oh je. Gajira, ich mach eine Reise ohne Wiederkehr. Es war schön mit euch. Och nö. Komm schon, Heidi. Übertreibt nicht so. Ihr Ignoranten. Lasst mich in Ruhe. Heidi! Heidi! Kennt ihr schon die Wolfsversion? Hier kommt die übertriebene Version. Hey, ihr! Macht Platz! Julia scheiß auch ihr. Falls ihr euch fragt, das war gerade Inuyasha, der sich gerade einen weggeholt hat. Oh. Krieg das Bord dir nicht raus! Essen sollte gelernt sein. Oh, einfach mal zur Seite geschoben. Okay. Schnell, bevor Heidi etwas zustößt. Sicher ist Hagen auch hier drinne. So Leute, jetzt kommt gleich die geilste creepy Musik ever. Wer sagt da Wandler?
Scheiße. Der Magnia-Town! Nicht ganz. Ich habe ein ungutes Gefühl in diesem Tempel. So, jetzt kommt Gorgigas Spruch. Zombies! Erst den Tomatenkopf loswerden, bitte. Warum? Weil der spawnt die wieder zurück. Den kann man doch nicht mal angreifen. Den kann man nicht angreifen. Ich treffe ihn nicht. Ich auch nicht. Null? Wow! Alter, den kann man angreifen, das weiß ich. Mach doch erst, wenn die Zombies weg sind. Nee. Die Zombies sehen aber auch lustig aus, wenn man die trifft. Oh, meine Eier. Ich glaube, so fühlen die sich auch. Obwohl, haben die noch was welche? Das? Na? Schutzaura. Oh. Au! Ich habe nichts von Ankotzen gesagt. Hallo? Zeitbombe, oh oh. Au. Wieso treffe ich denn nicht? Ich auch nicht. Vielleicht geht er auch nicht kaputt? Der geht kaputt. Aber vielleicht Pfeil und Bogen? Oder Bumerang? Hab ich gerade probiert. Ja, was muss dann doch treffen? Oder Magie? Ja, es gibt schon alle Gegner sollen, die kannst du mit Magie treffen. Ja, aber nur Schaden ist ja nichts. Sonst ignorieren wir den. Deswegen würde ich auch so sagen, bevor wir hier unnötig noch mehr Zombies am Halse haben. Kann man doch auch lernen, die Firma. Ja, kann man. Theoretisch schon, aber. Eigentlich kannst du auch hier schon Geld farmen. Weil die geben ganz schön viel. Aber dafür tun sie auch weh. Wenn sie treffen. Aber. Nur ich darf denen keine Energie absaugen. Zombies Energie absaugen? Mhm. Oh, Waffe gelevelt. Sollen wir mal gucken. Und Gojira ist vergiftet. Und Attacke. Alter, ich krieg den nicht. Ich kann den nicht anvisieren. Irgendwas? Ich würde sagen, wir sollten mal weitergehen, sonst stehen wir hier noch ein paar Jahre. Das heißt, wenn wir nicht durchkommen. Oh, schon wieder diese Dinger. Ach, ich hab's auch hier bestanden, ja. Das heißt, wir haben noch unseren Spaß hier. Oh oh! Jetzt kommt das! Nein! Au! Ich bin tot! Ja! Was macht ihr? Oh. Muss ich mich jetzt hier wieder um alles kümmern? Na, das ist das, was ich gesagt habe. Au. Spyro ist hinüber. Achso, du bist noch nicht über. So, da seid ihr wieder. Ja, da geht weg. Moment. Ja, genau. Ich kann mich noch nicht klappen. Gar nicht, jetzt bin ich. Wieso? Ich kann mich gar nicht einloggen! Au. Geh in den nächsten Raum, Hagen. Weil die ruhiger war. Da wird sie doch versuchen, mal rein. Soll unser Charakter sterben nur wegen dem. Fuck! Na gut. Ah, jetzt bin ich drin. Ich auch. Einer ist weg. Zwei sind weg. Mach mal einmal Heilwasser. Ja, würde ich auch sagen.